Alles klar. So, habe ich aber auch noch nie geschafft, eine Basis hier und eine Basis hier zu verlieren. Ja, trauriger Rekord wahrscheinlich. Aber gut, dann lassen wir die hier einfach mal da hinten stehen. Ja. Kann da hier doch bestimmt schon mal ein bisschen mehr aufrüsten. Da haben wir sie doch. Ja, wir bräuchten echt mehr Rohstoffsammler. Vor allem sind jetzt ziemlich viele Rohstoffe noch. Nun gut. Was macht der jetzt? Achso, der repariert. Und der wird hier gleich eingedingst. Halt, stopp, aber wir können doch schon mal den Gegner ein bisschen provozieren. Ich provoziere ja so gern. Weil wir müssen doch eh hier oben hin. Irgendwo. Das war so nicht geplant, aber wir sind ja genug Leute. Haben leider einen Warpick verloren, aber es gibt Schlimmeres. So, einmal hier bitte alles wegmachen. Boah, okay. Hier werden keine halben Sachen gemacht mit den Söldnern. Das finde ich schon wieder sehr angenehm. Hätte ich das nicht vorher schon haben können? Nein, natürlich nicht. So, einmal hier sammeln. Und einmal hier sammeln. Und einmal hier sammeln. So, mal hier bitte einmal durchmarschieren. Ich hätte die gerne vorhin gehabt. Hallo. Boah, wie die einfach mal geplatzt ist, die Alte. Tut mir fast schon ein bisschen leid. Aber nur so ein bisschen. So, was ist denn hier oben jetzt noch, was uns ständig beschießt? Und auf Wiedersehen. So, und dann hier einmal eingesteckt. Dankeschön. So, pass auf. Schießen Sie los! Nein, 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 noch nicht. Was gibt's? Du stellst dich mal hier Was hin. ist das Ziel? Und du stellst dich mal hier hin. Nein, das gefällt mir nicht. Du stellst dich mal da drüben bitte hin. Und ihr geht mal dahin, ohne was zu pullen. Dankeschön. Und dann machen wir das so. Pass mal auf. Genau, der tappt uns jetzt darunter. Und wenn er jetzt hier runterkommt, oder wir schicken einfach mal einen Warpick an der auf die Rampe. Hoppala. Weiß ich, aber du sollst bloß hier Licht machen, damit wir mit dem Belagerungspanzer drauf schießen können. Lauter! Oh, was nicht so gut geklappt hat. Wir könnten noch eine. Können wir Flugeinheiten bauen? Natürlich nicht. So. Oder kann ich Flugeinheiten? Flugeinheiten? Nein, leider noch nicht. Okay, Cobra, Adler, Goliath. Ich bin noch für. Kann ich keine Belagerungspanzer bauen? Ach, schade. Okay, dann sind die zwei Panzer umso wichtiger. So wichtig, dass mir fast schon wieder das Headset verrutscht. Oder nicht nur fast, es ist verrutscht. Pass mal auf, dann bauen wir doch noch ein paar Cobras. Habe ich zwei. Oh, ich habe zwei Waffenfabriken. Mal hier bitte einen hin. Hier haben wir einen Geschützturm drauf, das ist auch sehr schön. Holen wir uns mal das da dazu. Und dann hier Marodeure? Nee. Schlechte Neuigkeiten? Kommt drauf an. Ich hätte hier wirklich irgendwas, was ich da reinschicken kann. Die haben ordentlich kassiert, die Jungs. Und wieder zurück. Bis er herkommt, dann wird der zerschossen und wieder hier oben hinstellen. Boah, Alter, was haben die denn da drin, was so viel Schaden macht? Oh, hört ihr auf? Hört ihr auf? Schau mal, ich habe Messerkanonen für euch. Ach, schade, die haben keinen Hunger. Hier mal die Cobra ankarren lassen. Hier mal noch ein paar Arbeiter fürs Vespingas. Hier können wir euch direkt mal noch sagen: Pass mal auf, bau noch einen hier hin. Okay. Ah, die Position ist schon deutlich besser, ich merke schon. Ey. Ey, ey, ey. Stimmt, ich kann noch ein WBF. Apropos. WBF, du kommst mal hierher und reparierst mal ein bisschen. Jungs, ja, ihr nicht. Boah, okay. Ich glaube, die Jungs sind weg vom Fenster. Diagnose, direkter Volltreffer. So, was haben wir hier jetzt noch? Ach, irgendwelche Geschütze. Alles klar. Zerstören Sie Orlands Söldnerfestung. Mit Plaisir oder so ähnlich. Apropos, hier unten gibt es noch wiederverwertbaren Schrott, nochmal 300 Stück. Dankeschön. So, hier mal noch ein paar Leute mehr dazu. Und aus welchen ominösen Gründen auch immer habe ich auf einmal 200 Kapazitäten bei nur 10 Häusern. Will ich mich natürlich nicht beschweren. Sehr angenehm, das Ganze. Wie schaut's denn aus mit... Kommen mal noch zwei Goliaths und noch zwei Cobras. So. Dass wir zumindest ein bisschen Luftverteidigung haben, falls wir es brauchen.
Ich habe so viel Zeitverschwendung. Ja, ich brauche Zeitverschwendung. So, stopp. Jetzt packen wir mal unsere Panzer wieder zusammen. Ich liebe diese Panzer eigentlich, also wenn sie zu mir gehören. Oh ja. So, mal hier aufbauen. Und Jungs, ihr marschiert jetzt mal hier außen rum. Damit wir noch ein paar Ziele für die Panzer definieren können. Oh oh. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Lauft, lauft, lauft. Oh, alles gut. Nuklearschlag auf meine Leute. Ich glaube, du spinnst. Tja, netter Versuch. Man wird hier etwa was bauen. Das sehe ich aber nicht ein. So, stellen wir das Ding mal hier bitte wieder auf. Außerhalb der Reichweite. Schande, die Panzer wieder zusammenbauen. Jetzt habe ich schon gespannt geguckt und gewartet, dass was passiert, aber es passierte nichts. Alle mal hier hin, auf Kommando feuern. Halt, stopp. Machen wir das Ganze so. Ich habe keine Ahnung, wo der Raumhafen ist, aber beschießt auf jeden Fall alles, was hier im Weg steht. Habe ich noch mal meine WWF? Nein, leider nicht. Okay, ich brauche ein WWF hier unten. Oder zwei. Zwei Verrückte, die hier unten ein bisschen reparieren wollen. So. Ah. Mal hier erstmal das Tank-Labor ausschalten, dann kommt noch bestimmt kein Panzer mehr raus. So, schon wesentlich angenehmer das Ganze. Oh, Kollege, wie ich dich hasse. Jungs, nicht provozieren lassen. Wir bleiben erstmal hier. Und Schlachtkreuzer, Kommando zurück. So, wer kann das auch schießen? Okay, leider nicht so viele Leute. Aber er frisst auf jeden Fall ordentlich. Weil er schwerer Kreuzer, Hauptsache er ist weg. Sehr schön. Und die Panzer zusammenstecken. Zusammenstecken, abmontieren meine ich. Abmontieren ist auch falsch. Aufbocken ist auch falsch. Halt auf jeden Fall fahrbereit machen, die Panzer. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Natürlich muss ich alles alleine machen. Was ist erschöpft? Ah, ich will es gar nicht wissen. Hey, wo sind unsere ganzen Leute? So, mal die Panzer aufstellen. Und Feuer. Sehr schön. So. Ah, der Raumhafen. Okay, da kommen also seine Flugeinheiten her. Wieder was gelernt. So. Und hier bitte mal noch mehr davon und noch mehr davon und noch mehr davon. So. Muss ich hier alles alleine machen? Frag nicht immer Sachen, die selbstverständlich sind. Was ist erforscht? Erschöpft. Nein, die Kristalle gehen wieder zu Ende. Zum Glück sind wir fast durch diese Karte durch. Hei, hei, hei. Okay. Wer ist? Der lebt da noch. Ich wusste es. Auf Wiedersehen. So. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ach, die Warpix habe ich auch noch. Und zack. Oh, hier sind niemand weiter. Hallo? Okay, die lassen sich nicht provozieren. Dann stellen wir nochmal die Panzer um. Dann stellen wir nochmal die Panzer um. Ui, ui, ui. Einmal hier die Panzer wieder aufstellen. Und die WBFs gehen natürlich vorbildlich in den Nahkampf. Ui. Hat einfach mal den Typen zerrissen. Ach ja. Gewalt ist übrigens keine Lösung. Will ich an dieser Stelle nochmal in aller Neutralität anmerken. Das Ding schießt ja zurück. Wo kommen auf einmal die ganzen Motorräder her? Ich sollte dem Universum einen Gefallen tun und dich umlegen ordern. So dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Mira, sei so gut und regel das. Mit Vergnügen, Rainer. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Na, wir werden ihn doch umlegen sollen. So nützlich kann der nicht sein, dass wir ihn jemals noch mal bräuchten. Aber gut. Ich bin hier nicht der oberste Chef. Ich habe zwar ein bisschen was zu meckern, beziehungsweise zu melden, aber ich bin ja nicht der oberste Chef.
So, zurück auf dem Schiff. Endlich. Sir, der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. So, altes Mädchen. Wir haben dich auf Tarsonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Mengsk beteiligt war? Mengsk, Arcturus. Ehemaliger konföderierter Offizier, ziviler Prospektor, Gründer und Anführer der Terroristengruppe Söhne von Kohan. Status: Kriminell. Zugriff auf abgefangene Übertragungen 0081 bis 0086 Alpha. Hier ist Duke. Die Emitter sind gesichert und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug, aber jetzt wollen sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn! Sie hat recht, Mann. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle, führt sie aus. Das werden Sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn Sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Heilige, ich glaub's einfach nicht. Damit können wir Mengsk festnageln. Tja, das wundert mich ja jetzt überhaupt nicht, dass Mengs noch mehr Dreck am Stecken hat oder hatte, als er eigentlich zugegeben hat. Der Lump. Na gut, oh, der Protoss-Tank. Gleich mal gucken, ich habe auch wieder neue Forschungsprojekte oben links im Eck gesehen. Steadmans Logbuch, Eintrag 2204. Der Protoss-Kristall wächst immer weiter. Ich glaube nicht mehr, dass er dem Schiff Energie entzieht. Er bezieht aus der Sphäre über ihm reine Energie, was neue Befürchtungen nach sich zieht. Was macht er mit all der Energie? Würde sie plötzlich explosiv entladen? Ich muss die Probe vor Swarn versteckt halten, sonst feuert er sie sofort ins All. Und mich gleich mit. Ich habe versucht, an kleinere Probesplitter zu gelangen, aber all meine Werkzeuge sind zerbrochen. Zum Glück habe ich noch einige im Tank schwimmende Splitter gefunden. Ach so, macht das jetzt Sinn. Okay. Wie die wohl abgebrochen sind. Zumindest haben diese Splitter mehr von der Matrix preisgegeben. Sie enthält die vorhandene Energie in einem Vortex. Wie kann diese Energie so schnell bewegt werden? Es könnte sich um die berühmte Protoss-Warp-Technologie handeln. Warp-Technologie. Warp-Technologie handeln. Und bei all ihrer Komplexität ist die Matrix so stabil wie unsere härtesten Materialien. Ich frage mich, ob ich diese Mechanismen auf unsere eigenen Gebäude übertragen könnte. Aufschreiben. Ich lerne so viel von dem Kristall, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass auch er von mir lernt, falls das Sinn ergibt. Spät geworden, müde, schlafen, jetzt. Ein gutes Stichwort. Hier, Hansen, was los? Ich kann es einfach nicht fassen. Diese Aufnahme beweist, dass alles wahr ist. Mengsk, Tarsonis, einfach alles. Was wirst du jetzt machen? Den Leuten die Wahrheit sagen. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind muss erfahren, wozu ihr geliebter Imperator fähig ist. Das könnte schlimme Folgen haben. Es wird überall zu Ausschreitungen und Aufständen kommen. Aber das ist genau das, was du erreichen willst, oder? Es ist ein Anfang. Ja, und es wundert mich überhaupt nicht, dass, ja, beziehungsweise, Moment, andersrum, wer die überhaupt, also hier Mrs. von und zu, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt er nochmal? Hansen, genau. Habe ich dir überhaupt den Auftrag gegeben, dazu zu hören, während der Roboter hier seine Geschichte erzählt? Nee, aber, ja, es hätte mich gewundert, wie Mengsk sonst an seine Macht gekommen wäre, außer indem er sämtliche Feinde auslöscht, exekutiert, vierteilt und so weiter und so fort. Wundert mich jetzt so fast kein bisschen. Und ein Forschungsprojekt. Ach genau, da haben wir schon drüber gefachsimpelt. Mehr Gas oder Instant Versorgungsdepots? Natürlich hätten wir auch dann hier Einheiten frei. Aber nee, komm, was soll's. Da habe ich lieber, dass wir schneller Rohstoffe abbauen können. Vielleicht schaffe ich es ja endlich mal auf die Versorgungsdepots zu achten. Dann passiert das auch nicht, dass wieder heißt, wir benötigen mehr Depots. Hier. Söldner sind so unzuverlässig, im Gegensatz zu Rebellen oder Piraten, was? Ich habe das Gefühl, er ist leicht eifersüchtig. Tykes.
Verrat mir doch mal, was zwischen dir und Mengsk damals passiert ist. Sieht so aus, als wärt ihr mal unzertrennlich gewesen. Ich dachte, dass Mengsk die Dinge ändern könnte. Seite an Seite habe ich mit ihm gekämpft, bis Tarsonis. Da hat er dann die Zeit dazu benutzt, die Bevölkerung des gesamten Planeten auszurotten. Er überließ Kerrigan ihrem sicheren Tod. Nur weil sie ihre Meinung gesagt hat, dieser elende Mistkerl. Am Ende war er kein bisschen besser als die Konföderation. Verdammt. Du hast ein echt gutes Händchen für Freunde, Jimmy. Tja, Tigers. Dankeschön. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle nicht betonen, dass du dich erstmal selber, ja, selber gut dargestellt hast. Spaß. So, Qualitätsnachrichten. Los, gib's mir. Imperator, es wurde viel über den tragischen Untergang von Tarsonis geschrieben. Tiloskis Enthüllungsreportage Götterdämmerung eines Imperiums behauptet sogar, dass sie persönlich die Konföderation gestürzt haben, indem sie für den Fall von Tarsonis sorgten. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Fakt ist jedoch, dass eine Großinvasion der Zerg auf Tarsonis stattgefunden hat und keine Macht des Universums sie hätte aufhalten können. Es war ein wahrhaft schrecklicher Tag. Tiloskis Film betont die scheinbare Zweckmäßigkeit des günstigen Zufalls, dass die Aliens eine korrupte Regierung auslöschten, die sie selbst ihr Leben lang zu stürzen versuchten. An diesem Tag sind Millionen gestorben und sie sprechen von Zweckmäßigkeit? Ja, ich bekämpfte die alte Konföderation, doch niemals zu meiner persönlichen Bereicherung. Als es für mich an der Zeit war, die schwere Last der Führung zu übernehmen, so tat ich es nur, um unser Überleben als Spezies zu sichern. Klare Worte vom Imperator selbst. Als nächstes im Programm, Zerglinge, allergisch gegen Zitronensaft. Nur Altweibergeschichten oder die neue Superwaffe im Kampf für die Menschheit. Tja, da alles klar, die Sache mit der Zitrone hat's ausgerissen. Nee, rein zufällig natürlich hat er den Roboter nicht in die Hände bekommen und muss bereitet jetzt schon mal die Bevölkerung darauf vor, falls solche Gerüchte noch auftauchen könnten, dass das natürlich alles nicht stimmt und er der arme, benachteiligte Kerl ist. Ja, komm. Bla, bla, bla. Der quatscht ja noch mehr als ich und ich habe immer gedacht, das geht nicht. Huch, Spinnenmine. Okay. Ich finde es nicht gut, dass die hier rumstehen. 5-2. QDMM Spinnenmine. Spinnenminen gehören zu einer sehr kleinen Kategorie von Technologie, die von der alten Erde kam und den Absturz der Kolonieträger überlebt hat. Terranische Infanterie ist traditionell den Freund-Feind-Erkennungssensoren gegenüber sehr kritisch eingestellt. Warum wohl? Im Jahr 2499 veröffentlichte wie heißt der Typ? Sean Pictures? Keine Ahnung. Spinnenminen 4. Der Tod von unten. Damit wurde eine Serie über Spinnenminen, die ein Bewusstsein entwickeln und sich gegen ihre menschlichen Erschaffer richten, fortgesetzt. Es war gleichzeitig das letzte Holo der Serie. Das wundert mich überhaupt nicht. Wundert mich überhaupt nicht. Swan, was sagst du zu dem Comic oder zu der Serie, die gerade vorgestellt wurde? Diese dämlichen Söldner fahren immer noch Adler. Kannst du dir das vorstellen? Die Dinger sind der reinste Selbstmord, selbst wenn keiner auf dich ballert. Immer langsam, Swan. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft mein alter Adler mir den Arsch gerettet hat. Ich werde mir dieses gute alte Meisterwerk terranischer Ingenieurskunst nicht von dir schlechtreden lassen. Alt? Ja, das könnte man sagen. Nur heutzutage bevorzugen die meisten Leute Motorräder, die nicht gleich explodieren, wenn der Vergaser mal wieder versifft ist oder bei denen kein radioaktives Zeug aus der Treibstoffzelle tropft. Aber hey, wen stört sowas bei einem alten Meisterwerk? Du bist ein alter Klugscheißer, Swan. Moment. Das war also nicht ganz das, was ich hören wollte, aber trotzdem danke, dass es gesagt hat. Und außerdem, die Mängel, die er gerade aufgezählt hat, das macht auch den Charme von den Dingern aus. Außerdem, ein bisschen Verlust ist immer dabei. Aber das kommt mal vor, selbst in den besten Familien. So, es gibt neue Fahrzeuge zum Aufrüsten. Hm? Achso. Den Goliath, den hatten wir ja schon. Und hier nochmal den Adler zum Aufrüsten. Hm. Mit den Auslöseradios, dann mit den Explosivradios. Oha. Ja, sehr
Sprengfreudig auf jeden Fall. Wieder auffüllbares Magazin. Das klingt interessant. Weil das habe ich mich gerade eben schon gefragt. Wieso kann man denn hier die Dinger nicht mehr aufladen? Aber gut. Aber jetzt so oft mit Minen arbeiten, das wage ich jetzt fast mal zu bezweifeln. Oder zu bezweifeln. Haben wir hier auch nicht mehr viel... ich weiß nicht. Das spricht mich alles nicht so an, was es hier so gibt. Sparen wir doch erstmal das Geld. Ich weiß, ich sitze schon wieder auf so einem Geldhaufen wie Dagobert Duck. Aber vielleicht brauchen wir das ja noch. Wie... Ach ja, der Typ links ist auch wieder da, alles klar. So, hier. Wenn Mira Hahn nach mir fragt, dann sagt ihr... Sagt ihr, ich bin beschäftigt. Ja, alles klar. Du Lausbub. So, nochmal ein letzter Blick auf die Karte. Der Planet in der Mitte. Der gefällt mir schon vom Namen her. Aber wir haben wahrscheinlich erstmal noch genug andere Sachen zu tun. Von daher... würde ich doch behaupten... wir gehen erstmal hierhin. Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens... Tychus, das kennen wir doch alles schon, aber danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ah ja, das Einzige, was ich dazu aber jetzt sage, ist, dass ich jetzt erstmal eine kleine Pause mache und wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge von diesem Let's Play wiedersehen werden, wahlweise wieder hören. Bis dahin, viel Spaß noch beim Anschauen. Nein, das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt viel Spaß beim Anschauen wünsche, wenn ich sage, dass es die letzte Folge ist. Bis dahin, keine Ahnung, wann auch immer du dir die Folge anguckst, bis dahin eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende oder sonst irgendwas. Und auf jeden Fall irgendwas Schönes und bis zur nächsten Folge.